Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mr. Six, Sickrick und mir, dem Fexer. Grüße! Es wird weiter fleißig gebaut und so soll es auch sein. Ne? Und konzentriert im Viereck. Wir arbeiten konzentriert. Ach, wozu brauchen wir den Seelensand? Wozu kann man den eigentlich noch nehmen? Außer ne. Den auszulegen? Damit ne, da kannst du Netherwarzen züchten. Pflanzen züchten. Bei Netherwarzen kannst du halt nicht im. Auf in die Erde stecken oder irgendwas, da brauchst du halt diesen Soul Sand dazu. Okay. Außerdem sieht das mit dem Specs Texture Pack übelst geil aus. Weil das so sich bewegt, ne? So Gesichter drin hat und so. Das war total geil. So rum. Geh ich voll ab. Da geht er voll ab. Ja, fällt's schön auf jeden Fall. Ich mag auch das Specs. Gefällt mir auch ganz gut. Mag die beiden auch, das Chroma Hills. Aber ansonsten habe ich keine weiteren gesehen. Und ich würde aber auch gerne mal mit Shadern arbeiten, ehrlich gesagt. Ja, ne, wir müssten eigentlich endlich mal Shader draufhauen. Nö. Technisch möglich sollte es das sein. Ja, na klar, aber ich bin kein Freund davon. Weil? Weil du, also die Shader haben halt noch ganz, ganz viele Bugs. So Problem, da bist du zum Beispiel in der Höhle drin und da wird, siehst cool, du... Ich habe da letztens ein Review gesehen von dem Shader, da warst du in der Höhle drin und das sah gut aus. Also da hattest du nicht dieses Sonnenlicht, was plötzlich reinscheint. Genau, was, diese Tag-Nacht-Sonne und das ganze Dunkel rum. Plötzlich die Sonne in der Höhle aufgeht, das hattest du da nicht? Fand ich gut. Ja, ne, ich habe den letzten Top gesehen und da war jetzt, da hatte der immer noch ganz viele Bugs und das hat mir überhaupt keinen Spaß dran gemacht. Was ich geil fand halt teilweise, aber manchmal, also es gibt halt echt geile Effekte mit dabei. Mhm. Wie so der Wassereffekt zum Beispiel kann richtig nice aussehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann aber gibt es wieder Effekte, wo ich mir denke, what the fuck, was soll das überhaupt, warum? Mhm. Also so Bäume, die dann auf einmal übelst so dämlich aussahen und das, keine Ahnung. Wenn die so wabbeln, ne? Und dann ist halt dieses andere große Problem, was ich dabei habe, ist... Muss ich das denn haben? Es geht immer noch um Minecraft. So, und ich finde es irgendwie am Thema vorbei bei Minecraft. Wieso? Naja, weil Minecraft halt Pixelgrafik ist. Ja, eben. So verschiedene Texture Packs sich drauf zu hauen, die so ein bisschen ja, Anführungszeichen schön aussehen oder was einem optischer halt besser zusagt, ne? Ja. Aber das Spiel jetzt grafisch aufpolieren mit Shadern und so weiter und so fort, weiß ich nicht, finde das am Thema vorbei. Das ist für mich dann irgendwie nicht mehr Minecraft. Könnte was dran sein. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, um zu gucken, wie es so aussieht. Aber ich finde trotzdem, Am Ende ist es Minecraft. Das ist jetzt eigentlich Quatsch zu sagen, das ist dann nicht mehr Minecraft, weil Minecraft hat von Anfang an genau darauf hingearbeitet, dass es modbar ist, weißt du? Nee, ja, na klar, logisch. Davon rede ich auch gar nicht. Für mich ist es bloß dann nicht mehr Minecraft. Für mich ist es halt, Minecraft besticht für mich halt, indem es einen simplen Look hat und durch das, was die User daraus machen, diesen Tiefgang halt, das ist für mich Minecraft halt so und da brauche ich halt keine schöne Grafikkurve dabei. Was halt, also mir gefällt es halt so, wie es halt ist. Genau. Und mir ist es halt mit Schildern ein bisschen zu viel. Des Guten. So, ich brauche Geld. Platz. Achso. Treppen leer. Jetzt geht's Zeug. Ich hab noch. Es wird so flüssig. Also wenn es flüssig wird, dann wird's eklig. Nee, jetzt läuft es flüssig, also jetzt geht's hier ein bisschen voran. Finde ich ganz müsste gut. Müsste ein Darkroom irgendwo machen, damit ich die Netherwarzen irgendwo hinbauen kann. Da ist er ja schon. Habt ihr da irgendeine Idee? Hast du die? Nee, musst du hier runterkommen. Lass schon mal fallen noch immer. Du willst was wohin bauen? Ich muss ein Darkroom bauen, damit ich die Netherwarzen anbauen kann. Mach das mal unten Richtung Portal. Weil da bauen wir ja eh noch unseren geheimen Keller darunter, weißt du, unterm Rathaus. Richtung Portal? Also unten dort am Portal dort irgendwo? Also wir können es auch direkt jetzt unterm Rathaus bauen irgendwo, aber
da bin ich mir noch unsicher. Wir brauchen noch einen richtigen Ratskeller oder so. Und dann muss da noch so geheim ein Keller halt noch drunter, ne? Mit geheimer Tür. Haben okay, ja gesagt, pass auf, ihr wollt das dann zwei- oder dreimal bauen, dann baue ich neben unserer Mansion irgendwo was hin. Oder da in meine auch Hütte. Unten die Höhle. Baue es in mein Haus. Und dann können wir uns ja immer noch entscheiden, wo deine Monsterfalle unten ist. Nee, richtig in mein Haus, in irgendeinem Zimmer. Weil dann tut es mir nicht weh, wenn ich es nochmal abbaue, um das dann unter das Rathaus zu legen, wenn alles fertig ist, weißt du? Ich gehe erstmal frei. Ach du Scheiße, wieder nicht nachgedacht. Wieder das ganze Wasser runter. Kacke. Ich glaube, die ganze Nether-Arbeit wird für Sisyphus. Also alles, was wir hier gesammelt haben, geht bestimmt hier drauf. Und noch mehr. Das war das Falsche. Meinst du echt, dass da alles drauf geht? Bestimmt. Wie viel wir hier verbraten? Und dann guck ich immer, was noch offen ist. Die sind immer noch voll, die Öfen, ne? Ja. Okay. Und da hier überall diese Erde rumliegt, ey. Ja, können wir doch nachher wegmachen, dann, also später dann. Irgendwie musst du halt auch hochkommen, ne? So, wenn wir ins Wasser springen, kommst du ja gar nicht mehr hier heil runter. So. Da unten im Turm haben wir ja auch noch Wasser. So, jetzt bin ich ja mit oben. Achso, ich wollte. Jetzt bin ich wieder oben. Ich wollte mir das Ding doch von unten angucken, ja, ob das hinhaut. Mach ich auch gerade. Mit dem Giebel. Alter, ist das ein riesiges Rathaus. Haut das hin mit dem Giebel? Sieht er auf beiden Seiten gleich aus? Ich glaube ja, warte mal. Ich glaube, muss ich wissen. Es sind zu viele Blöcke. Ja, sieht gleich aus. Fehlt bloß noch eine Ecke bei dem rechten irgendwo. Was ist denn das hier? Fehlt noch eine Treppe, ansonsten, ja. Wo fehlt eine Treppe? Nee, das sind das Blöcke zu viel? Ja, das sind Blöcke zu viel. Musst du mal unten gucken, da siehst du, was ich meine, auf der rechten Seite. Ja, ich glaube, ich habe an dem, was überhängt, nicht so viele Blöcke gesetzt, ja. Da war ich noch am Überlegen, ob ich das nochmal mit Treppen konnte, damit das ein bisschen runder aussieht, das Dach vorne rum. Ja. Aber bis auf die fetten Giebel vorne, das Dach hinten rum dann ziemlich langweilig, ne? Ja. Und einfach, so wie es ist, einfach einmal eine Runde rumgezogen. Ja. Kannst ja noch, wir können da mittig nochmal ein paar Variationen machen. Na, ich baue es erst, wir groß, erst zu, ne? Alter. Leck mir die Eier, ey. Warte schnell. War es schon mega groß. War jetzt schon ein bisschen überhaupt gehabt. Nicht übertrieben. Was holst denn du? Achso, das ist sick. Um was geht's? Nee, der ist gerade entgegengekommen. Ich dachte, du bist. Bin's. Du wolltest jetzt was holen. Weil es ist schon wieder. Müssen wieder warten, bis der Ofen fertig geoft hat. Hast du nicht mehr? Na doch, ich habe jetzt nochmal 22 Stämme habe ich noch und ein Stack habe ich noch in der Ziegel und dann müssen wir es verwarten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten noch in der Kiste doch noch was, oder? Na, da habe ich es rausgeholt. Okay. Da sind wir. Haben wir das schon wieder verbraten? Ich hab noch einiges einstecken. Können noch machen. Jedes Mal falle ich an der Ecke hier runter. Es ist doch. Du Mäusefisten, sag's doch. Nee. Immer dieses Fisten. Wie ich komme jetzt hier hoch? Du bist sexuell. Komm ich jetzt auch sexuell. Metro. Rick? Ja? Guck mal. Wie komme ich denn hier hoch? Alles zu. Och! Hier ist auch alles schon. Kann man mal abbauen hier. Ja.
bisschen Erde wieder haben. Baust du da jetzt alles ab da unten mit der Erde? Ich brauche da Erdblöcke. Und da kommt man ja eh nicht mehr hoch jetzt. Na, du kommst über den Balkon hoch. Über den Balkon? Über den Balkon so. Kommst du vorne auf den Giebel, weißt du? Puh, Glas. Da nicht, du musst schon auf den Balkon gehen. Naja. Aber du könntest jetzt da direkt ein Gerüst dran, na gut, egal. Über dem Treppenhaus wird es echt schon eng, da geht's schon langsam zu, das Dach. Wer kloppt denn hier? Hä? Na, ich setz Blöcke, oder was meinst du? Hier kloppt irgendjemand. Zombie an der Tür. Ja, dann bestimmt bei dem NPCs unten. Ach da, ja. Der Farm. Da wollen die natürlich. Ach, der, guck mal, der hat was in der Hand. Der Zombie, oder? Der Zombie, ja. Ein Block. So, wir sind ja hier schon auf dem Level. Jetzt müssen wir uns dann überlegen, ob wir das dann noch höher bauen. Glücksschweine! Pexa, wir müssen bloß noch eine Reihe Ziegelsteine hier so machen, dann sind wir schon auf der Höhe. Wo wir hin wollten. Sehr geil. Dafür brauchen wir jetzt erstmal keine. Wir müssen uns dann bloß überlegen, was wir jetzt machen jetzt mit der Höhe hier. Machst du, wenn du hochkommst, hinter dir die Erdblöcke immer wieder weg? Nee. Dann müssen wir nachher das ganze Dach nochmal abgrasen. Ja. So, ich habe noch zwei 64er Stacks. Von den Blöcken. Ein 37er Stack von den Treppen. Ich komm nicht ran. Das sieht doch echt kacke aus, wenn wir das jetzt so machen, oder? Wir können es ja noch mal ein Stück in der Mitte nochmal hochmachen. Wenn dann hier einfach so oben so glatt ein Dach drauf ist. Und wir machen ein Glasdach rein. Glasdach? Ja, aus Glasblöcken. So ein Viereck. Okay. Hältst du davon? Ist das jetzt hier noch so einmal rum? Ich komme drauf an, wie es aussieht, ne? So. Pexo, warst du da eigentlich mit dem Texture Pack mal bei den NPCs? Nee, ach, wegen Houdini, meinst du? Ja. Dann machst du da mal, ja. Musst du machen. Und hier in die Lücke, ne? Hier kommt der Turm noch rein. Ja. Ach, na eben, der Turm. Der Turm, der muss ja auch noch fertig gebaut werden. So, jetzt muss ich mir das mal von unten anschauen. Jetzt springe ich immer in das Wasserbecken vom Turm. Batsch. Blumps. Was finde ich das gar nicht? Da muss ja vorne auch noch mega viel Fassade gebaut werden in den Giebeln. So, und das wird alles hier aus Glas. Alles für den Bürgermeister. Ey, sind wir ja schon fertig gleich? Wenn du das jetzt einfach aus Glas dazu machst, ja. Oder wir überlegen uns was. Du könntest ja nochmal hier anheben, so ein bisschen. Obwohl, so weit hoch kann eh kein Mensch gucken, oder? Nee. Na gut, was machen wir in dem Turm? Wie kommst du auf den Turm hoch? Treppenhaus oder Leiter? Na, wenn, dann eher Treppenhaus. Weil Leiter ist so... Ich baue jetzt hier noch was ran. Also hier in der Mitte kommt kein Glas. Ich baue jetzt noch eine kleine Erhöhung bloß. Minimalistisch. Die man eh nicht sehen wird, großartig, aber... Fürs Gewissen. Okay, hier außen wollte ich wirklich das Ding. Wollte ich das mit Treppen kontern? Das muss man alles, das muss alles mal berichtigen an den Giebeln. So, innen noch. Monster Raid House. Das ist echt verdammt hoch, ne? Finde ich geil. Ja. Rathaus ist fast so groß geworden, wie mein Haus werden soll. Was? War ein Scherz. Alter. Sah am Anfang noch gar nicht so riesig aus, wo wir den Balkon gebaut haben, ne? Mhm. Hast du noch Treppen, irgendwas, Blöcke und irgendwie so? Irgendwie finde ich das trotzdem noch zu langweilig, zu schlicht. Verspielt genug.
Hast du noch was an Stoffen? Also hier an Gelumbe? Ja. Wo brauchst du? Ich bin ganz oben. Du kommst nein! Nicht hoch. Ich bin nicht ganz oben. Ich bin. Ganz unten? Nee, in der ersten Etage. Ich komm gerade hoch. Komm gerade hoch, warte. Guten Tag. Ach, kommst du runter? Was brauchst du denn? Treppen und Blöcke wären schön. Obwohl mehr Treppen wär schneller. Ja, Treppen brauch ich auch noch, aber ich mach noch welche. Wie viele brauchst du? Das sind jetzt 37, ich mach mal noch schnell welche. Sollte vielleicht sogar reichen. Wie viele Blöcke brauchst du? Hab ich jetzt natürlich nicht gegeben, ne? Nee. Brauch ja noch die Treppen zum Konto. 10 oder so vielleicht? Hätte 40? Oh, auch gut. Oder warte, ich mach nochmal Treppen. Hm. 22. So, wo bist du? Da oben. Ja. Im Balkon. Was? Oh, ich hab nichts gegessen. Das war auch keine große Höhe, ne? Nee, ich hab nichts gegessen. Boah, Alter, schön 7 FPS. Weil erstmal da alles lädt, oder was? Keine Ahnung. Hast du immer noch nicht im Bett geschlafen? Doch. Okay. Alter, was ist mit den FPS los? Zähne. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, was du machst. Na, was nicht, machen? Ich stehe unter Menschen. Was ist denn da los? Leute, guckt mal hier. Wow, fuck. Geht ja gar nicht. Was ist denn mit den FPS los? Kommst du klar? Nee, aber es ist nicht so schlimm. Erholt sich nicht, aber es ist nicht so schlimm, weil die Folge eh vorbei ist. So gut wie. Und dann gucke ich jetzt gleich mal, mach schon kurze Pause und guck mal, was hier los ist. Also bis gleich, Lieben. Bis zum nächsten Mal. So rum. Und wir sehen uns dann wieder und dann hoffentlich wieder mit knackigen 60 FPS. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.